Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Spyro 3 Year of the Dragon aus der Reignited Trilogy. Wir haben heute den, einen Moment, 12.01.2019, 8.42 Uhr morgens. Gesundheit. Wir befinden uns hier in Abendsee, wir können aber schon, wenn ich mich recht entsinne, ja, können wir den Boss zum Mitternachtsberg oder wie das heißt, bekämpfen. Ja. Ab dorthin, würde ich mal sagen. Mitternachtsberg, genau. Und schön, direkt eine Trophäe am Anfang. Ich bin echt mal gespannt. Wüstenpalastgrube. Wüstenpalast war ein Level in Spyro 2, was eigentlich mal Glut hieß. Ja, ich bin mal gespannt auf die Musik im Mitternachtsberg, weil die war ja schon sehr funky. Das reicht. Ich hab genug. Ich werde das Monster aller Monster erschaffen. Und ich schicke es los, um alle Drachen zu vernichten. Selbst die kleinen Schlüpflinge. Ja, es wird sie zerquetschen, zermalmen und zerreißen. Ja, sie zerdrücken, zerbrechen und zerschlagen. Lass mich hier raus, du! Aber, sterben sie dann nicht? Das ist ganz egal, solange ich ihre Flügel bekomme. Was? Du warst die ganze Zeit nur auf ihre Flügel aus? Na klar, du Ignorantin. Ich brauche sie für einen Unsterblichkeitszauber. Moment mal. Ein Zauber? Was dachtest du, was ich mit so vielen Drachen mache? Einen Zoo eröffnen? Hätte ich meinen Blaster, würde das ganz anders laufen. Weißt du, was ich meine? Du sagtest, sie in unserer Welt zu halten reicht. Von Töten war niemals die Rede. Ich muss sie nicht töten. Aber dann zappeln sie nicht so viel. Du bist schrecklich. Wie konnte ich nur jemals auf dich hören? Dumme, freche Göre. Ich kümmere mich um sie, wenn ich mit dem Drachen fertig bin. Wo war ich gerade? Ach, ja. Oh, das wird ziemlich hässlich werden. Ach, das sieht natürlich auch süß aus mit Spyro in der Rakete, was man vorher nicht gesehen hat. Also im Original. Und da ist Bentley. Das könnte unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin will mit diesem Monster jeglichen Widerstand auslöschen, angefangen mit uns beiden. Uns bleibt keine Zeit zum Grübeln. Auf in den Kampf! Ich werde mich bemühen, dich stets mit entflammbaren Geschossen zu versorgen. Bentley war stets bemüht. Alles klar. Gut. Mal sehen, was hier jetzt so abgeht. Okay, ich darf mich jetzt auch mal bewegen. Dankeschön. Ah ja. Entschuldigung. Ist das ein Frosch? Ein Hühnchen. Bäh. Okay, das ist natürlich interessant, wenn man dann... Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass sie das waren. Wenn das eine anscheinend aufgebraucht ist, dann wechselt man wieder zu dem vorherigen zurück mit der Dings. Ich glaube, das war damals nicht so. Das ist natürlich cool. Ich möchte dich... Danke. Ich
War da nichts drin? Alles klar. Ja, man wechselt wieder zurück, das ist schön. War das eben nicht noch grün? Ach, scheiße, ey. Ach, picken. Natürlich auch Sinn machen, dass ich einfach stehen bleibe. Ich finde es gut. Bis der einfach. Also, dass ich warte, bis der stehen bleibt mit dem Schießen. So. Stimmt, den gab's ja auch noch. Das war's. Alter. Verbrannt. James. Okay. Mein Kaffee ist auch leer. So, dann freue ich mich jetzt schon auf die Musik. Achso, ich wollte gerade fragen, warum haben wir eigentlich so eine krumme Zahl, aber ja, macht Sinn. Da war ja ein Level, was wir nicht vollenden konnten, nämlich die Feuerwerksfabrik. Da war ja was. Aber das ging jetzt sehr schnell, mal wieder, leider. Hi Bianca, hast du noch was zu essen? Ich verhungere. Dafür ist keine Zeit, Jäger. Wir müssen die Zauberin stoppen. Sie will die Drachenschlüpflinge töten. Augenblick mal. Kann ich dir trauen? Könnte noch eine Falle sein. Du steckst in dem Käfig, du Dummkopf. Wie soll rauslassen eine Falle sein? Weiß nicht. Bei euch Zauberinnen weiß man nie. Ich wollte nie, dass wir den Drachen etwas antun. Komm, wir haben dafür keine Zeit. Also die Sequenzen gefallen mir sehr gut. Das muss ich schon mal zugeben. Aber halt... So, die Minispielchen sind halt so... Nein! Du musst doch die Musik abwarten. Spyro, ich weiß, du traust mir nicht, aber ich will dir helfen, die Zauberin zu stoppen. Es gibt ein geheimes Portal zu ihrem Versteck, aber sehr starke Magie ist nötig, um es zu öffnen. Finde weitere Dracheneier, dann sollte meine Magie reichen, um das Portal zu öffnen. Ich komme zu dir, wenn du genügend Eier hast, okay? Okay. Schade. Das war im Original um einiges besser. Ich dachte, sie hätten noch eine fetzigere Gitarre genommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber die Welt hier ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, ey. Also das ist mit Abstand die geilste Heimatwelt ever. Mit Polarlicht sogar. Geil. Saki. Wenn die jetzt noch Pilzchen wären, am besten noch Leuchtepilzchen, dann wird mir völlig einer abgehen. Okay, dann holen wir hier mal erstmal alle Edelsteine und dann werden wir natürlich Agent 9 befreien.
wollte gerade sagen, was macht denn schon der Geldsack da oben, aber es ist nur ein Eierdieb. Wir müssen erstmal da hinten hin und hoffentlich noch nicht Agent 9 befreien. Sparks, was wir beschäftigt, ne? Ist auch cool da oben mit diesem elektrischen Gezumpel da. Die komische Insel haben sie da auch noch hingepappt. Da kommt man auch irgendwie mit einem Glitch hin. Irgendwie, frag mich nicht genau wie. Ich habe davon nur schon mal ein Video gesehen. Aber da weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, wie das ging. Und ist auch, glaube ich, recht schwierig, wenn man irgendwo drauf muss oder so, um da hinzukommen. Weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ach genau, hier war ja die zerstörbare Wand. Mit dem Ei. Wie haben wir hier? Billy. Ich würde mal interessieren, ob das irgendwie so Mitarbeiter sind oder so, die Namen. Ich weiß nicht, was das ist. Eis oder Glas oder Edelstein. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sieht doch irgendwie so magisch hier aus. Ja, ja, der Zehner. Dahinter waren wir schon, genau. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Eierdieb. Wüsten. Das hat, glaube ich, auch einen anderen Namen. Krieg dich noch. Haha. Maiken. Hm, alles klar. Gesundheit. So, wie heißt das Level? Wüsten. Ruinen. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einen anderen Namen hat. Die guckt komisch. Oh, siehst du, den hätte ich jetzt nicht gesehen. Die Dinominen sind, glaube ich, noch richtig. Spyro, ich habe einen besonderen Auftrag für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier. Ja, ja. Sparks, bitte sammel doch den Edelstein auf. Buddy. So, da haben wir jetzt sollte uns eigentlich nicht mehr so viel fehlen hier. Hier oben das bisschen noch. Ach, guck mal hier, die hatte ich fast übersehen. Dann geht es natürlich noch hier lang und dann geht es noch in den großen Raum. Hier war nix. Da müssen es nur noch die paar Edelsteine in dem großen Raum fehlen. Und da oben ist auch noch ein Ei. Ah, jetzt gleich kommt Bianca bestimmt. Oh, du kannst schon gegen die Dings kämpfen, bla bla bla. Wir haben schon über 100 Eier. Du hast genügend Dracheneier gefunden, um das Portal zu öffnen. Wenn es offen ist, kannst du die Zauberin stellen, sobald du bereit bist. Aber Vorsicht, sie erwartet dich. Davon gehe ich aus, Madame. Ich glaube, das war vorher auch nur ein dunkler Raum, so wie im zweiten Teil bei Ripto.
Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eevee oder Ivy, keine Ahnung. Eevee. Eevee. Was? Sparks. Wo? Da unten. Hier? Ach, guck mal, da liegt noch einer. Da drüben. Ja, hätte ich mir schon denken können, weil. Oh. Weil da kam man hier ein bisschen wenig vor. So, haben wir jetzt alles. Sehr schön. Und wir sind jetzt auch schon direkt bei Mr. Oh, hauch mich mal an, ey. Bei Mr. Geldsack. Quatsch mal mit dem. Spyro. Was haben wir denn hier? Eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur samt funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst, aber die Zauberin hält ihn für gefährlich. Ich finde das auch lustig, wie Agent 9 versucht, an seinen Blaster da ranzukommen. 1300, ja gut. So viel ist er mir eigentlich nicht wert. Aber wir haben halt keine andere Wahl, ne? Du hattest schon immer eine Schwäche dafür, dummen kleinen Wesen zu helfen. Stimmt's, Spyro? Na, dann kann es ja nicht schaden, ihn rauszulassen. Oder? Juhu! Haha! Ich bin frei! Danke, Spyro! Oh, hast du schon mal Bären tanzen sehen? nein. Heute ist dein Glückstag! Schau, mal hier. Voller Tänzer, oder? Aber keine Kondition. Schade, ich habe so viel Munition. Ich hab gehört, wie du die Zauberin und die Armee bekämpft hast und sie fertig gemacht hast und ich sag dazu nur Hurra, Yippie! Ich würde gerne bleiben, aber Rinoxe wüten in meiner Heimat, seit ich gefangen wurde. Wenn du die Zauberin sehen solltest, sag ihr, ich werde ihr bald Tanzstunden geben, wenn du verstehst. Na klar. Bis bald! Okay. Also ist noch hyperaktiver als im Original. Gefällt mir aber. So. Hier gibt es auch einen Könnerpunkt. Und zwar dürfen wir hier alle... alle Palmen kaputt machen. Und ich habe gehört, dass dieses Level in ein First-Person-Shooter umgewandelt wurde. Weil vorher war das... Was war das? War das ein Rinox? Ich glaube, das war ein Rinox. Ich sag's dir, Spyro, verbringe niemals eine Woche in einem Käfig. Sonst ist in 0, nichts deine ganze Insel voller Rinoxe. So, ich muss los. Mein Laserblaster und ich haben noch viel vor. Also entweder war es vorher ein First-Person-Shooter, ist jetzt Third-Person, oder es ist umgedreht, dass es vorher Third-Person war und jetzt First-Person. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich weiß, dass da irgendwas geändert wurde. Nein, mein Lieblingsschüler. Willkommen zurück in meinem Insellabor. Leider wüten Rinoxe auf der ganzen Insel. Kannst du sie aufhalten, bevor sie meine komplette Forschung zerstören? Schön, dass Agent 9 mit seinem Laser auf den Professor zielt. Oh, schön geil. Okay, es ist Third Person auf jeden Fall, aber wir können mit dem rechten Analogstick, womit man ja auch eigentlich die Kamera steuert, was ich schon die ganze Zeit tue, obwohl ich die Kamera auf aktiv gestellt habe. Aber ich störe sie immer über den rechten Analogstick. Und das ist auch das Level, wo ich glaube, ich mit dem linken Analogstick steuern werde und nicht mit dem Digitalkreuz. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Allerdings ist das Blöde, dass Schießen immer noch auf Kreis liegt. Und nicht auf den Schultertasten. Das wäre ganz schön gewesen, aber gut. Ich freue mich schon ein bisschen. Oh! Oh! Alles klar. Da
Das wird wie in alten Zeiten. Schieß zum Aufwärmen auf die Übungsziele, aber sei vorsichtig. Ich glaube, es versteckt sich ein Rhinox darunter. Schieß auf alle Züge. Ja. Oh, da habe ich daneben geschossen. Chosen. Hoho. Okay. Aber das lässt sich so gut spielen, ne? Das ist eine Änderung, die ist sehr gut und sehr angebracht gewesen. Wobei ich halt das besser gefunden hätte, wenn wirklich das Schießen oder so auf den Schultertasten wäre. Weil dann könnte man hier durchflitzen wie so ein Gott. Sobald ich dieses Kraftfeld herunterfahre, werden Scharen von Rhinoxen auf uns losstürmen. Wahrscheinlich so lange, bis du den roten Notschalter neben der Tür triffst, aus der sie kommen. Es ist immer noch so ein Kasten. Oder ist es jetzt ein Schalter? Nee, es ist ein Kasten. Es ist so gut, ne? Es freut mich richtig, dass sie das geändert haben. Jetzt zwar einfacher, weil man einfach viel schneller agieren kann, aber es macht halt viel mehr Spaß. Ich hoffe, dass ich nicht... Also ich bin hier schon heftig die Kamera am Drehen. Ich hoffe mal, dass euch das nicht kirre macht. Okay. Hier kriegen wir gleich unser erstes Ei. Ich wollte gleich nochmal rausgehen und gucken, ob da nicht noch irgendwo so ein Luftballon ist. Ne, sieht aber nicht so aus. Ich muss auch mal sagen, hier die Insel gefällt mir auch richtig gut, ne? Weil die ist so richtig fruchtbar. Richtig grün, saftig. Gefällt mir. So, dann quatschen wir mal mit ihm. Indikatoren zeigen an, dass sich einige Rhinoxe hinter dem Bildschirm verstecken. Ich werde die Sichtplattform einschalten. Schieß auf sie, wenn sie angreifen. Geh dazu am besten in den Scharfschützenmodus. Ja. Müssen wir auch gleich mal uns die Rechnung und die Bilder angucken, die da auf dem Bildschirm sind. Vertrieben. Mal sehen, in welchem Zustand der Maschinenraum ist. Die Rhinoxe haben ihn bestimmt nicht sehr ordentlich hinterlassen. Der Maschinenraum war, glaube ich, das mit den Vögeln, ne? Hier oben war, glaube ich, irgendwo... Ja, da. So, was haben wir denn hier? Irgendwelche Rechnungen. Metallic Content, Gravitic Turbulence, Orbital Tangent Divergence. Mathematik. Die Frage ist, macht das Sinn, was da steht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch keine Lust darauf, weil meine Schulzeit ist rum und ich brauche das nicht mehr. Ich habe das schon in der Schule gesagt, ich brauche das nicht. Der Maschinenraum ist voller Vögel. Um die Vögel in ihren Nestern anzuvisieren, geh in den Scharfschützenmodus und zoome dann heran. Heran. Mit L1 und R1 können wir zoomen. Okay.
Wow, die greift mir an. Sind die nicht zu, Da. Wurden die nicht zu Quietscheinchen? Ist das hier ein Vogel oder ein Drachenei? Was würdest du sagen? Boiler. Ich will jetzt natürlich auch nicht sagen zu vorhin, dass wir so komplizierte Sachen in der Schule gemacht haben. Jetzt kann ich den Gravitonometrie-Generator wieder einschalten. Hoffentlich sind keine Vögel drin. Aber wie gesagt, so ein Kram brauche ich nicht. Will ich nicht. Kann nicht mal. Ich bin gerade am Überlegen, wie das hieß. Mir fällt das irgendwie nicht mehr ein. Differentialrechnung, so hieß es. Glaube ich. Oder war das das mit dem Graphen? Weiß nicht, und da gab es halt noch das mit dem Fleischerhaken. Das habe ich ja eigentlich ganz gerne gemacht. Einer müsste hier noch irgendwo sein. Da. Das Labor ist wieder sauber und riecht auch wieder besser. Komm mit raus. Da warten sicher ein paar Rhinoxe mit Rüstung auf uns. Um die zu besiegen, brauchst du eine stärkere Waffe. Puh. Ich hatte immer Probleme, mir zu merken, wie die Sachen heißen in Mathe irgendwie. Wenn ich dann gesehen habe, was das ist, dann wusste ich auch, wie das gemacht wird. Aber wenn mir jemand sagte, von wegen, mach mal Differentialrechnung da, ja, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Konnte mir das nie merken. Achso, die kann man ja nur mit diesem Ding da kaputt machen. Nach meinen Berechnungen müssten die Bomben aus diesem Automaten hier effektiv gegen Rüstungen sein. Versuch's mal. Okay, Quadrat. Die sehen auch anders aus, aber gefällt mir. Okay, und wir können uns nicht bewegen, während wir die haben. Oh, die springen, das ist ja cool. Nice. Hm. Ah. Ich glaube, im Original konnte man die gar nicht da durchwerfen, sondern musste oben drüber. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht zu 100% sicher. Gucken, ob gleich hier wieder steht, dieses Ei hast du schon. Ah. Oh, der ging daneben. Hey. Ja, ja. Okay. Dann machen wir hier die Aufgabe. Beziehungsweise, ja, Aufgabe ist es ja nicht wirklich, aber wir müssen halt einfach die Typen hier töten. Wir haben doch erst einen gemacht. Einen getötet.